Verzeiht mir, Helden. Ich kam nicht umher. Ich habe eben gerade mit Melvin Störreband gesprochen, dem Hofmagier. Chondrasil Löwenbrand hat dort euch heran. Ich habe schwere Anschuldigungen gehört, die wohl ihr gegen den Schwarzen Ritter richtet. Eine verfluchte Lanze, mit der er gefochten hat. So ist es. Wie genau verhielt sich dieser Zusammenhang? Herr Dorneisinger hat wohl bestätigt, dass es sich dabei um Holz handelte, das dem Schänder der Elemente anheimgefallen ist. Wir mussten die Splitter aus meinen eigenen Wunden pulen, nachdem er mich vom Pferd gestoßen hat. Dann werde ich mit dem Schwarzen Ritter über diesen Sachverhalt sprechen. Danke. Wenn ihr es erlaubt, wäre ich doch ganz gern zugegen. Ich kann es nicht verhindern. Tut es, schließt euch mir an. Damit dreht er sich um, sein roter Mantel der Rondra-Kirche flattert ein bisschen im Wind und er tritt in Richtung der Zeltstadt, wo er dann auch das schwarze Zelt des Schwarzen Ritter findet. Davor seine beiden Knappen, die ihn wohl allerdings passieren lassen, da tritt er heran und ihr könnt auch dann verstehen, worum es wohl geht. Natürlich möchte er den Sachverhalt auch geklärt bekommen. Schwarzer Ritter. Wieso wird mir zugetragen, dass eure Lanzen verflucht sind und mit Holz vom Schänder der Elemente versehen worden sind, die in die Wunden eines unserer Ritter eindrangen? Die Lanzen wurden mir gereicht. Von meinem Knappen. Mischgrimm. Ich bin also unschuldig. Wohl kaum. Oder wollt ihr wirklich abstreiten, dass ein Ritter für seine Knappen verantwortlich ist? Der Leibwächter, der vor dem Zelt steht, hebt einfach nur die Hand und nickt. Es Seht ist ihr? schließlich eure Rondra gefällige Pflicht, euren Knappen zu lehren und auf ihn Acht zu geben. Und jeder Verstoß, den er begeht, fällt auch immer auf den Ritter zurück. Nichts von. Unholzlanzen, wirklich? Sowas wollt ihr als einfaches Versehen abtun? Da gebe ich ihm recht. Wie kann es sein, dass ihr eure Ritter, eure Knappen nicht unter Kontrolle habt? Ich wusste es wie gesagt nicht. Ihr dürft mir gerne eine Geldbuße auferlegen, dass ich dieses Versehen nicht geahndet habe, aber ich gebe meinen Ritter frei, meinen Knappen. Mischgrin hat zwar keine Zunge und kann das nicht bestätigen, aber ihr dürft ihn gerne richten. Er steht nicht unter dem Turnierfrieden. Eine verfluchte Lanze aus Yol'Gormak? Von Agrimod? Dabei schaudert einmal Rondrasil selber, wenn der Name ausgesprochen wird, greift kurz an sein Schwert, lässt es aber stecken. Ich nehme gerne eine Geldbuße für das Versehen meines Knappen. Und das Leben von Mischrim könnt ihr ebenso haben. Das ist ja wohl unerhört. Euer Exzellenz, müssen wir uns dieses andere unwürdige Schauspiel noch anhören? Erst versagt sein Knappe. Und dann will er ihn freiwillig aufs Schafott geben, um seine eigene Haut und die Teilnahme zu retten? Das ist doch nicht ritterlich. Das ist Mindestens eine einmal muss Scharade. ihm der Titel aberkannt werden des Tjostensiegers. Nun, das werde ich auf alle Fälle tun. Allerdings habe ich keine Handhabe, ohne weitere Beweise von euch, ihn aus dem ganzen Turnier zu werfen. Nun, es wird die Inquisition definitiv interessieren, was für einen Namen er gerade hier laut ausgesprochen hat. Es wird auch die Inquisition definitiv interessieren, was er hier hereingeschleppt hat. Und sie Das auf wird alle davon Fälle. erfahren. Schwarzer Ritter, wenn der Turnierfrieden endet, dann werdet ihr euch für das, was ihr getan habt, rechtfertigen müssen, vor einem Gericht. Boah, warum wartet man, bis der Turnierfrieden aufgehoben wird? Eine Verhaftung kann doch immer stattfinden. Das hat doch nichts mit Verhaftung dem Titel sollte auch zu tun. stattfinden. Für das Aussprechen eines Namens. Das war sehr unritterlich, aber es ist nicht Nichts, was er bisher verboten. getan hat, ist ritterlich. Ich hab dir gesehen, wie er seine Kontrahenten im Ring verhauen hat. Es ist nicht verboten bei Rondra. Seht ihr, die Gesetze eurer eigenen Göttin hindern euch, mich daran festzunehmen. Ich hoffe doch auch eurer Göttin. Nein. Auf einem rondranischen Turnier zu sagen, dass es Rondra nicht eure Göttin ist. Also ich weiß nicht, was man da noch machen muss, um hier disqualifiziert zu werden. Schließt ihr auch Morvalis von euren Kriegen aus? Torvaler. Ja, jeder, der die Rondra nicht ehrt, sollte hier nicht teilnehmen dürfen, natürlich. Solange ich mich nicht ungefällig verhalte.
Das Lästern über Rondra ist nicht ungefährlich? Ach so, dann entschuldige ich, bin einfach ein Dummer. Dämonische Artefakte in die Stadt zu schaffen, ist auch nicht ungefährlich. Überhaupt dämonische Waffen zu haben und zu fertigen? Wann habe ich Rondra gelästert? Als ihr den Namen ausgesprochen habt. Dann hat ihr gesagt, dass es Rondra nicht eure Göttin ist. Das ist kein Lästern. Als ihr mit Lanzen aus dämonischem Material geritten seid. Als ihr mit einer magischen und verzauberten Rüstung auf diesem Turnier angetreten seid. Ohne mein Wissen. Könnt ihr es beweisen, dass ihr es nicht gewusst habt? Wo ist der Beweis? Wo ist der Beweis eurer Unschuld? Ihr müsst beweisen, dass ihr schuldig seid oder unschuldig seid, nicht wir. Nee, wir. Das, was gegen euch vorgebracht wird, ist erdrückend. Ihr müsst eure Unschuld beweisen, nicht umgekehrt. Aus die mittelreichische Rechtsprechung. Dann rufe ich meinen Zeugen Mischgren auf. Er hat nun leider keine Zunge. Es muss mit Hellsicht geprüft werden, ob er mir die Lanze gereicht hat. Nein, magisch ist vor Gericht nicht zulässig, glaube ich, oder? Genau. Und es geht ja auch nicht darum, ob er euch die Lanze gereicht hat. Dass ihr euren eigenen Knappen die Zunge herausschneidet, damit er nicht reden kann. Das ist wiederum ein Beweis gegen euch. Ihr könnt ja davon gewusst haben, dass das Unholz ist und sie euch trotzdem gereicht haben. Das ist ja kein Beweis eurer Unschuld. Ich habe es bis eben nicht gewusst. Ihr müsst beweisen, dass ihr unschuldig seid. Könnt ihr dies nicht, geht ihr in Haft. Und dann, durch eine peinliche Befragung, werden wir herausfinden, ob ihr schuldig seid oder nicht. So wie es sich gehört. Mag euch nicht gefallen, aber scheinbar ist hier so die Lage. Und nur weil ihr sagt, ihr hättet nichts davon gewusst, das ist doch nichts wert. Und Unwissenheit schützt auch nicht vor Strafe. Wenn ihr mit dämonischen Artefakten unterwegs seid, ist eure Unwissenheit nicht eure Unschuld. Also wirklich, was ist denn los in dieser Stadt? Nein, das ist ein verdammter Rondra-Geweihter. Das könnt ihr euch doch nicht bieten lassen. Der Mann lügt euch entweder offen ins Gesicht oder ist zu unfähig zu erkennen, dass seine eigenen Knappen irgendwelche verfluchten Lanzen ihm reichen. Carlotta sendet seine Schergen in unsere Stadt, um uns auf der Nase herumzutanzen. Ob er unschuldig ist oder nicht, das werden wir herausfinden können. Aber ihr könnt doch nicht euch vor so einen Mann stellen. Das hat doch nichts mehr mit dem Turnierfrieden zu tun. Der Mann ist ein Lästerer. Und wahrscheinlich ein Paktierer. Das will ich meinen. Also gut. Wirklich, in einem Anfall hätte ich ihm schon lange den Kopf abgeschlagen und ihn auf die verdammte Mauer gehauen. Schwarzer Ritter, ich werde die Inquisition und ein paar Bandstrahler jetzt vor euer Zelt checken und sie werden euch befragen. Sie werden herausfinden, ob ihr unschuldig seid oder nicht. Und danach wird sich entscheiden, ob ihr weiterhin unter dem Turnierfrieden, unter dem Schutz der Götter steht und von der Reichsregentin Ema oder nicht. Sollte dies nicht der Fall sein, dann werde ich euch persönlich richten. Rondrasil dreht sich wieder um, wieder weht seinen Mantel im Wind und geht ab. Die beiden Knappen, die davor stehen, immer noch kein einziges Wort gesagt, verhüllen auch wieder das Zelt, das schwarz zufällt. Nehmt ihn mit! Welcher von den beiden Bastarden ist Mischka? Einer von ihnen hebt die Hand. Hier, mitkommen, mein Freund. Heute lernen wir sterben. Dummer Hurensohn. Ja, er folgt. Er folgt dir. Jalan. Ohne irgendwas zu sagen. Strahler. Tut euer Werk. Wofür seid ihr denn da? Na, ich werde euch jetzt auf jeden Fall hier vor dem Zelt bleiben, bis die Kollegen kommen. Richtig. Wenn ihr wachen, die Inquisition wird kommen. Wir machen das hier alles richtig und nach Prozess. Nicht, dass noch irgendetwas am Ende schief geht. Natürlich nicht, dass dieser Ritter davonkommt, nur weil wir mit seinem Knappen nicht vernünftig verfahren sind. Sollten wir einen Boten ausschicken zur Ingrimkirche, auf dass sie eine Seelenprüfung vorbereiten kann? Ich lieber einen zum Bornstrahlerturm, dass sie schon mal den Schalterhaufen bereit machen. Beides. Eine Seelenprüfung habe ich bereits veranlasst. Walner Yitzchok, der Hesinde Hochgeweihte, steht neben euch. Er ist kein Paktierer. Von seinen Knappen weiß ich es nicht, aber der Schwarze Ritter selber mag zwar ein Frevler sein, aber kein Paktierer.
Dann steht er sehr kurz davor, so frei und offen, wie er den Namen ausgesprochen hat. Vielleicht hat er auch einen Weg, genau wie Magie, seinen Pakt zu verbergen. Nein, seinen Pakt kann er nicht verbergen. Dafür ist, wie gesagt, die Seelenprüfung da, damit ich so etwas herausfinde. Magie kann niemals gegen die Macht der Götter gewandt werden. Das geht nicht. Euer gleißender Blick durchsticht stets jeden Schleier. Hesindes Blick ebenso. Praios ist nicht die Antwort auf alles. Nun, dann sollten wir es nicht riskieren. Er wird zum Paktierer, früher oder später. Warten wir doch mal ab, bis die Inquisition hier ist. Die werden schon mehr Dinge machen, als wir jetzt machen sollten, wie Alon schon sagte. Allein die Tatsache, dass er mit solchen Gerätschaften hier antritt, das muss ein Grund zur Disqualifikation sein. Leider ist das Aussprechen der Namen der Erzdämonen nicht strafbar. Es ist höchst frevlerisch, ja, und es mag die eigene Seele in große Gefahr bringen, aber es ist keine Straftat. Es ist nicht strafbar? Was Nein. gegen die Götter zu lästern ist, Lästerung ist immer strafbar. Wenn er ihren Namen nicht verflucht, dann ist es keine Straftat. Ist das nicht ein Fluch an sich, wenn man den Namen ihrer Gegenspieler ausspricht? Nein. Leider nicht. Da werde ich noch einmal... Ah, ich rede seit Jahren. Ich habe schon mit Reto darüber gesprochen, mit Kaiser Hahl. Immer wieder wird so ein Antrag abgeblockt. Es ist gleichwohl, wie oder wie er nicht gelästert hat, jemanden mit dämonischem Werk zu verletzen. Und das war diese Lanze. Darauf steht gleichwohl immer der Feuertod. Ich denke schon, ja. Ob es ein Beschwörer war oder irgendein Dämonenschmied oder wo auch immer es herkam, das ist zweitrangig. Solange also nichts Unvorhergesehenes passiert, sollte die Sache im Sack sein. Wo bleiben diese Mannstrahler denn? Ich hab doch vorhin erst einen gesehen. Ich würde jetzt mal diesen Knappen entwaffnen wollen. Lässt du das mit sich machen? Du kannst auch sehen, wenn du ihn genauer betrachtest, wenn er das ein oder andere Mal ein bisschen atmet und durch den Mund dann ausatmet, kannst du auch sehen, dass er keine Zunge besitzt. Die wurde ihm rausgeschnitten. Lässt er mit sich machen. Wenn du ihn irgendwo hinbuxieren willst, wenn du ihn entwaffnen willst, das lässt er alles mit sich tun, obwohl er ein Riese ist. Könnte, wie gesagt, ein Trollzacker sein. Er ist größer als du, er ist kräftiger als du und er lässt sich von dir in Anführungsstrichen rumschubsen. Gibt es nicht Magie, mit der man in der Lage ist, gedanklich mit jemandem zu kommunizieren? Die wird bloß nicht anerkannt vor Gericht. Und mit gutem Recht. Naja. Das Problem ist einfach nur, dass es sich meistens nicht für mehrere Leute wahrnehmen lässt. Das ist das Problem. Verstehe. Eure Gesetze sind wahrlich gut ausgeklügelt, um Leute zu schützen, die nicht geschützt werden sollten. Nun ja, ich hoffe auf die hochnotpeinliche Befragung durch die Inquisition. Die Inquisition kriegt alles raus, früher oder später. Ich wünschte, Nemron wäre noch hier. Er hätte die Sache schon längst im Sack gehabt. Also auf jeden Fall wird er nicht mehr antreten können. Nach der hochnotpeinlichen Befragung, wenn er überhaupt noch laufen kann. Ich denke nicht, dass er noch allzu weit kommt danach. Oder läuft das hier anders als bei uns? Hoffentlich doch wohl nicht. Wir werden uns von diesem Ritter nicht auf der Nase herumtanzen lassen. Sehr vernünftig. Ich würde gern wissen, wer dieser schwarze Ritter ist. Das können wir die Bannstrahler dann ja fragen. Sie sind nicht verpflichtet, sein Gesicht zu verheimlichen und werden ihn für die peinliche Befragung mit Sicherheit entkleiden. Hoffentlich ist er überhaupt aus dieser Rüstung zu bekommen. Nicht, dass es irgendein Werk von ihr wisst schon wem ist und an ihm festgewachsen oder so. Dann werden wir sie trotzdem von ihm runterreißen und wenn es seine Knochen mitreißt. Mir gefällt, wie ihr denkt. Mit Paktierern, da darf man nicht zu lasch umgehen. Da habt ihr natürlich recht. Da habt ihr recht, ja. Auch wenn er kein Paktierer ist, aber... Naja, er führt dämonische Artefakte ins Feld. Ja, und den Namen der Erzdämonen einfach so in seinen Mund, also... Ja, ich finde es komisch, dass man an einem Rundra so gefälligen Turnier teilnehmen darf, ohne zu sagen, dass Rundra seine Göttin ist. Ich meine,
So und ist das in Garten nun einmal. Hier dürfen nach Torvalar und Novadis und jeder hin zum Kunst teilnehmen. Ihr könnt hören, wie jetzt ein paar Bandstrahler auf das Zelt zueilen im Laufschritt. Es sind 6 Stück an der Zahl, allesamt schwer bewaffnet in schwere goldene Kleidung. Ja, natürlich mit Wappenrock dann gewandet. Kommen sie auf euch zu. Hinter ihm dann wohl auch 2 Inquisitionsgardisten, die dann eher in Rot auflaufen und nicht so sehr schwer gerüstet sind, aber gut, Inquisition, die ermitteln außerhalb der Kirche. Und ja, ihr könnt dann erkennen, wie auch der eine Knappe beiseite tritt, der hat wohl nichts zu verbergen, zieht noch einmal das Zelt auf, ihr könnt wieder sehen, wie der schwarze Ritter, ohne seinen Wolfshelm abgenommen zu haben, aus dem Zelt heraustritt. Und sich abführen lässt, ohne irgendetwas zu sagen, ohne noch einmal mit euch zu sprechen. Habt noch kurz das Gefühl, dass er seinen Wolfshelm in eure Richtung dreht, ohne, wie gesagt, was zu sagen, und verschwindet dann in die, ja, in einen Kreis eingehüllt von den 6 Bandstrahlern, gemeinsam mit den Inquisitionsgardisten, wird er wohl vom Turnierplatz abgeführt. Ich mache Anstrengungen, damit zu gehen. Nehmt ihr ja gleich mit, den könnt ihr direkt verbrennen. Also ich pack mir den Knappen und ich gehe da hinterher. Ich bin ja Bandstrahler. Ja. Gut. Ja, er wird selbstverständlich in Richtung Süden geführt. Dort dann am Schlossviertel vorbei, am Orondra-Tempel vorbei in Richtung des Bandstrahlerturms. Dort allerdings wird dann, ja, Jalan darf natürlich das Ganze betreten, seine Mithelden allerdings nicht. Nachdem dann Jalan auf dem großen Flur ein bisschen auf dem in dem Bandstrahlerturm entlang gegangen ist und eigentlich mit nach unten in Richtung der Verliese möchte, in Richtung der Verhörräume, stellt sich dann der Hauptmann vor dir hin. Fähnrich, danke, dass ihr als Zeuge hier fungieren wollt, aber dementsprechend seid ihr nicht anwesend bei der Befragung. Ich verstehe. Natürlich. Das war alles, danke. Wenn weitere Zeugen benannt werden müssen, lasst es mich wissen. Ja. Gute Arbeit, ja, und dann Fähnrich. Gehe ich mich irgendwo geißeln, während ich darauf warte, dass die endlich fertig werden. Kannst du gerne tun, mit deinen 5 Lebenspunkten. Okay, ich gehe mich erstmal ausruhen. Etwa eine halbe Stunde später, vielleicht bei Witwe Prutz? Alternativ könnt ihr euch natürlich treffen, wo ihr mögt. Ja, also ich komme dann vermutlich erstmal wieder zu Brussen zurück, weil man mir zu verstehen gibt, dass das wohl die ganze Nacht dauert. Also die anderen haben, wie gesagt, dann noch am Bandstrahlerturm vermutlich erstmal ein bisschen gewartet. Allzu lang warst du nicht dran. Nach 5 Minuten kommst du wieder raus. Du wirst, wie gesagt, halt gleich wieder nicht geduldet. Was? Ist er schon verbrannt worden? Noch nicht, aber da ich wohl als einer der Anklagenden auftrete, hätte man es so unklug, bei der Befragung dabei zu sein. Warum? Wie lange dauert denn so eine Befragung bei euch? Also Mischgrin, 2-3 Tage? Mischgrin wurde übrigens auch mitgenommen, also der zungenlose Knappe, der wurde auch. Wo ich den Inquisitor kenne? Mindestens die ganze Nacht. Je nachdem, wen sie dann runter haben, vielleicht auch 3 Wochen. Naja, das erfüllt ja erstmal unsere Aufgabe. Ja gut, zumindest ist der schwarze Ritter vom Turnier weg. Richtig. Das ist doch das, was wir erstmal wollten, dass er aus dem Verkehr gezogen ist und dass er jetzt hier seine gerechten Strafe, welche auch immer das sein möge, zugeführt wird. Würde ich auch hoffen, denn dafür habe ich 5 Pflanzen gefressen. Da waren es 8. Ja, nicht so wichtig. Pflanzen sind gesund? Komm, gehen wir zu Prozen, ich muss mich hinsetzen. Oh. Ihr seht auch nicht mehr so gut aus, muss ich ehrlich sagen. Ich schmecke diesen verfluchten Trank immer noch nach. Wann wirkt der denn? Heute Nacht? Vielleicht, wenn ich schlafe? Eigentlich innerhalb der Stunde. Ich dachte immer, frustriert die Regeneration. Ja, nur dann. Nee, das ist einfach, wie du denkst. Ja, bestimmt bald. Hoffentlich. Ja, gehen wir erstmal. Wir haben doch sowieso noch eine Feier zu planen. Vielleicht habt ihr schlechte Qualität bekommen. Bisschen verdünnt oder so. Dann der Händler meinte, dass das Top-Qualität wäre, ganz frisch. Das wird schon hinhauen, das wird schon. Frisch aber aus dem nächstes Kost. Mal Eilbeeren, bitte. Gott, ist der bitter. Ja, so könnt ihr euren Weg wieder in Richtung der alten Wohnung von Witwe Prutz antreten und könnt da dann wieder in das Studierzimmer von Abelmir. Das Sofa immer noch voll geblutet, der Teppich voller Schmutz. Jetzt macht's auch nichts mehr. Aber ihr seid so. Sag mal, Abelmir, habt ihr schon mal Witwe Prutz jetzt hier so interviewt? Ich würde sie gerne zuholen, wenn ihr nichts dagegen habt. Sollten wir nicht vielleicht erst einmal aufräumen?
Meint ihr, sie kennt nicht diesen Zustand dieser Wohnung? Nein, aber es wäre der Höflichkeit angemessen, trotzdem erst einmal aufzuräumen. Habt ihr eigentlich keinen Hausdiener? Nein. Ja, ehrlich mal. Und wo sind eigentlich die Knappen? Ich weiß nicht, wo ihr eure Knappen gelassen habt. Jetzt waren sie am Turnierplatz. Und? Hattet ihr nicht gerade noch eine Predigt gehalten darüber, wie man mit Knappen umgehen soll? Seid ihr nicht für sie verantwortlich? Aber das brauche ich echt nicht. Ich habe euch vom Pferd werfen lassen. Ich wollte was fragen. Wenn ihr nicht wisst, wo eure Knappen sind, woher soll ich das wissen? Na, ich kann zurück zum Turnierplatz und die abholen. Und ich wollte sie jetzt nicht unbedingt mit so einem Wandstrahler drum nehmen. Ihr versteht. Dann lasst mich euch aus der Rüstung helfen und ihr seht total gerädert aus. Vielleicht eine Massage? Erstmal machen wir hier ein wenig sauber. Ja, ich gehe zum Wandschrank und hole halt so Besen und Putztücher und Lappen und Seife heraus. Hier, nehmt. Habt ihr keinen solchen Reinigkeitszauber? Nun ja, sicherlich, aber... Ihr müsst aufhören, all eure Probleme mit Magie anzugehen. Zudem. Wahrlich, wenn wir Blutflecken haben, haben wir immer den Magier gefragt. Tja. Also wie machen wir das jetzt, Abelmir? Wir reißen erst den Teppich raus, dann nein, zwei Wände nach vorne. Und dann gucken ihr wir, was wir dann noch... Ihr Teppich, geht in den Hof, weicht ihn ein und reinigt ihn mit diesen Lappen. Danach werdet ihr ihn aufhängen. Wenn er getrocknet ist, schlagt ihr ihn tüchtig aus. Du siehst, Rafim schaut dich mit großen Augen. Nochmal von vorne. Also, Abelmir, spielst du schon wieder mit deinen Freunden? Nein, Frau Protz. Kommt doch auf ein Plausch hinein. Oh Gott. Wollt ihr was trinken? Ein Tee vielleicht. Ich suche mal schnell eine Decke oder so und werfe die über das zugeblutete Sofa. Versteck diesen Teppich. Pack den in den Teppich. Hilf mir in den Schrank damit. Ja, Rafim reißt den Teppich. Oh nein, da ist ja schon der andere Teppich drin. Rafim stellt den Teppich hinter sich. Ganz unauffällig. Bring Hauswirtschaftsproben erschwert um 5. Bring den in den Nebenraum. Krieg ich meine meine Preiserschwernis noch dazu? Ja. Ja klar, Hauswirtschaft erschwert um 10. Ey. Also, wenn man jetzt keine Hauswirtschaft hat, was würfelt man dann? Leitet es doch Fingerfertigkeit mit 7. Genau, Fingerfertigkeit plus 7 für die Ableitung und dann nochmal. Plus 5, warte, 1 ist immer drin. Ah, knapp. Probe nicht erlaubt. Ja. Witwe Putz kommt in das Zimmer rein, hat dann ein großes Tablett mit Wasser, so ein Tonkrug und ganz viel Tee noch. Und während sie sich das dann ansieht, lässt sie erstmal das Tablett fallen, der Tonkrug zersprengt und sie darf löst ich denn einmal. Irgendwo das auffangen? Oh nein, der gute Teppich. Fingerfertigkeit erschwert um 5, um nochmal das aufzufangen. Ja. Sie hat dann nur Wasser und Tee. Und Kiaras kann sich wagemutig unter das Tablett werfen und fängt dann mit der rechten den Krug mit Wasser, mit dem Tonkrug mit Wasser auf und mit der linken den Tonkrug mit heißem Tee, sodass sich der nicht noch einmal zusätzlich über den Teppich ergießt. Aber sie stößt einmal einen lauten, spitzen Schrei aus und fällt dann in Ohnmacht. Immer applaudiert. Damit könnt ihr im Zirkus auftreten, Kiaras. Ja, hilflos sehe ich zu, wie sie umfällt, weil ich habe Hände voll. Jetzt kann ich sie eigentlich auch noch. Ja, ich gehe zur Frau Prutz, Frau Prutz, Frau Prutz. Und knie mich so nieder und tätschle ihre Wangen. Ich helfe Kiaras auf. Frau Prutz, komm zu euch. Kiaras, macht was. 10 Minuten später kommt sie dann auch zu sich. Habt ihr dann auf so einen Sessel, auf den Ohrensessel von ihr gelegt und ja. Ich versuche, ihr Aufwachen angenehmer zu gestalten. Ich setze mich natürlich neben sie, habe sie so zugedeckt. Ich meine, ich sehe gut aus. Vielleicht hilft das. Nein, das sieht nicht. Seht es so, immerhin ist sie nicht die erste Person, die in dieser Wohnung ohnmächtig wird. Verehrtes, ihr hattet einen schrecklichen Albtraum. Ihr seid einfach umgekippt. Frau Prutz, was macht ihr denn? Wir haben uns so erschreckt.
Obwohl ich versichere, das war alles für die preisgefällige Sache. Haben wir inzwischen den Teppich versteckt? Ja, habt ihr das gemacht in den 10 Minuten. Es hat dann alles nur geträumt. Habt ihr dann alles, was irgendwie blutig verschmiert war, habt ihr dann rüber in das Zimmer von Ömer und Rafim getragen? Beziehungsweise das blutige Sofa habt ihr dann abgedeckt mit der Decke und dann sitzt da Jalan eben auch mit der Decke über seine Brust gelegt auf dem Sofa, wie so ein alter Opa, dem dann zu kalt ist, dem dann so eine Wolldecke übergelegt worden ist, sitzt er dann da. Mittlerweile eine Stunde rum? Also du willst die Punkte haben, ja, kannst du Regeneration würfeln. Danke. Ah, was wollt ihr denn jetzt? Also, warum habt ihr mich denn gerufen? Nehmt euch ruhig noch Tee und Wasser, ich habe euch das extra gebracht. Da ist mir wohl schwindelig geworden. Ach, ich hatte einen Albtraum. Nein, erzählt doch mal von eurem Albtraum. Ich kam hier in diese Wohnung und das war alles voller Blut. Nein, das habt ihr nur geträumt. Wie damals. Ein schrecklichen Albtraum gehabt haben. Oh, wie damals, wie vor. Ist das jetzt schon 20 Jahre her? Nicht ganz. Oh. Erzählt. Naja, als mein Mann aus den Orkkriegen wiederkam. Ach. Er war in den Orkkriegen? Ja, natürlich, stimmt. Die Orks standen vor Gareth. Erzählt. Wir hören gern euren Geschichten zu. Habe mir, nein, nicht vor deinen Freunden. Ach, das ist etwas, was ich dir im Vertrauen erzählt habe. Ich möchte daran gar nicht mehr denken. Ach, wir sind gute Freunde, vertraut ihnen. Sie sind vertrauensvoll und vertrauenswürdig. Was soll ich euch denn erzählen? Mein Mann ist in den Orkenkriegen gefallen. Kanntet ihr zufällig eine gewisse Elwilde Mehlteuer? Nein, da sagt mir nichts der Name. Oder eine Drachlinde Gärtenwald? Ich erinnere mich, das war eine der Feldwebelin von damals. In seinem Haufen? Ich glaube schon. Welcher Haufen war das? Sonst hätte er den Namen nicht gekannt. Man kennt auch nicht jeden Feldwebel. Welcher Haufen war das? Welches Banner? Och, ich habe meinem Mann da nicht so zugehört. Er hat drei Orks erschlagen und dann wurde er selber schwer verletzt und starb dann später. Kannt ihr zu mir eine Raulhard Vollmin? Nein, der Name sagt mir auch nichts. Aber was... Ich wollte euch doch einfach nur Tee bringen und jetzt stellt ihr mir solche Fragen. Nun ja. Aber mir lasst gut sein. Der Tee ist übrigens vorzüglich. Währenddessen klopft es an der Tür und Isarun taucht mit den beiden Knappen rechts und links hinter sich wieder auf. Hat da wohl auch noch einen großen Sack mit dabei. Könnte natürlich auch sowas wie ein Tischtuch sein für den eingeweihten Kenner, der das dann da wieder erkennt und ja, wo auch immer sich die Jungs, beziehungsweise wo auch immer sich die Knappen rumgetrieben haben, sie haben einen großen Beutel mit hölzernen Spielfiguren dabei, die sie wohl irgendwo geklaut haben. Ja, da sind wir wieder. Jetzt erzählt mal eurem Ritter, wo ihr den ganzen Kram her habt. Aber das habe ich doch schon gesagt, wir haben das geschenkt bekommen. Alles. Das alles. Ja. Von wem? Das war nicht großzügig. Zeig doch mal. Von einem Händler. Und wir haben noch ein bisschen was verkauft. Und warum schenkt ein Händler euch das alles? Musst du ihn fragen. Zeigt sich auf irgendwen oder meinst du den Händler? Sie deutet mit dem Finger auf Ömer. Lasst gut sein, ich kann's mir denken.